Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite mit Rikus, Zellos und Noam. Norm Gaming. Hi. Hallihallöchen. Ja, der letzte Part war ein wenig schlecht von uns, genauso wie der davor wahrscheinlich auch und der davor und alle anderen. Und alle anderen auch. Oh Gott. Der Barry ist heute ein bisschen... Ich bin ein bisschen salty, weil ich habe zu Hause keine Heizung, die funktioniert und dann komme ich ins Büro und was merke ich? Die Heizung dort funktioniert auch nicht. Juhu! Dann bin ich kalt, denke ich, erkälte mich und komm her. Dann das geht das Spiel nicht. Keine Lust auf Albtraumteams. Ich weiß nicht, was das ist und nein. Wo sollen wir denn landen? Hat irgendwer einen total genialen Masterplan? Masterplan würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich würde jetzt entweder sagen Lazy Links oder Tomato Temple. Klick einfach irgendwas an, ich folge dir blind. Mach mal Tomato Temple. Ich finde den Tomatentempel gut. Tomaten sind auch gesund. Na ja, eben. Ich habe heute auch Tomaten gegessen, tatsächlich. Ist fast jeden Tag Tomaten. Echt? Na, spätestens, wenn es zur Pizzeria geht, oder? Mist, der hat mich ertappt. Schon gewusst, um was es geht. Nee, das hat sich selbst gekocht. Zeugs, so. Ernährt euch gesund. Könnte man so sagen. Die Moral von der heutigen Geschichte aus der Gruft. Ernährt euch gesund, Kinder. Esst brav euer Gemüse, sonst kommt der Kürbismann euch holen. Der Kürbismann. Ja, Noam hier, großkotzig, get carried. Ich bin gespannt. Ja. Noam greift jeden Gegner an, den er riecht aus 10.000 Metern. Selbstverständlich. Naja, könnte es eine sehr schnelle Runde sein, oder? Wir werden gewinnen. Mal gucken. Ja, der wird uns carryen, hast du auch gehört. Ja, er hat's angekündigt. Jetzt erwarte ich auch Leistung von ihm. Wieso? Oder 12 Kills Minimum. Warum untergrabst du sein Können an der Stelle? Hab ich doch nicht. So, gibt's hier auch überhaupt Waffen oder muss ich hier am Dachboden jetzt mich runterbuddeln? Ja, ich muss mich runterbuddeln. In Fortnite geht's ja darum zu tanzen, du brauchst ja keine Waffen. Stimmt. Das ist richtig, ja. Also, wenn ich meinen Twitter-Feed auch glauben darf, dann geht's eigentlich nur um den einen Tanz, den jeder irgendwie anwitzelt, den es standardmäßig bei Fortnite gibt. Mhm. Oha. Da war kein Balkon, da war ja in dem Gelände. Krass. Oh, ich habe wenigstens irgendwas zum Ballern, auch wenn es grau ist. Tja. Oh, Tomato Tempo. Ja. Oh, hier ist eine leere Truhe. Schade. Ich brauche Shield. Oh, ich krieg irgendwas. Eine doppelläufige Schrotflinte. Vielen Dank, Norm. Die solltest du vielleicht benutzen. Rein. Du triffst damit vor allen Dingen. Ich will mit Raketenwerfer treffen. Oh, gibt's hier oben noch was? Nö. Da drüben noch was? Mal gucken. I need Holz. Wir brauchen mehr Holz. Ah, diese geilen Einheiten von hier von Warcraft 3, diese Einheiten, diese ganzen Sprüche. Das ist doch eine Truhe. Oh. Skorbu. Eine Falle? Bestimmt eine Falle. Einer meiner Lieblinge ist immer noch, wir brauchen mehr Bauernhöfe. Ich geh dann mal. Die Menschen, die Bauern waren die Besten. Hat Rikus das Spiel auch gespielt, Warcraft 3? Nur mal Tower Defense mit Kumpels, aber sonst. Ja, wobei, da waren ein paar coole Maps. Definitiv. Von der Community. Wollten wir auch irgendwann mal spielen, hatte ich mal irgendwann mal vor 100 Jahren vorgeschlagen. Hm. Aber dann ist es nie dazu gekommen. Ja. Nee, hier, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. So eine Minimap von Warcraft 3. Hm? Die es bei StarCraft auch gibt und StarCraft ist ja umsonst. Auch einer von euch ein grünes Sturmgewehr? Nicht unbedingt. Generell ja. Ich generell schon. Ja, warte dann. Give it to me. Was ist denn der Plan, Noam? Wo gehen wir denn hin? Oh yeah. Noam wird uns carryen. Also vertraue ich blindlichst auf sein. Na, dann muss ich ja nicht schießen, dann ist ja alles gut. Ja, eben, ja. Natürlich. Ich glaube, das wird sogar besser, wenn wir nicht schießen. Oh, blaue Pistolen. Wir folgen dem Noam. Der weiß, was er tut. Verbringt seine Zeit bei den Kürbissen, bei den Tomaten. Was denn hier? Folgen wir Noam. Er haut einen Baum, das mache ich jetzt auch. Okay, so eine nervige Zeitherausforderung. Beta Tempel. Was ist denn da so herausfordernd an der Zeitherausforderung, dass du machen? Spiel das mal, dann weißt du es. Ich spiel doch nicht hier Dauer Fortnite, hallo. Baller trotzdem, sagt er. Okay. Zufall Shows.
Sonst noch nicht jetzt. Nein, nicht jetzt in der Luft. Nein, nicht jetzt, hat er gesagt. Ach. Jetzt ich fühle mich unwohl, wenn wir immer an der gleichen Stelle stehen. Das halte ich für sehr dumm. Ah, da hat doch was markiert hier an der Stelle. Hier, komm hier, Südosten hier, gib Gas. Ich bin ja schon unterwegs, Papa. Nun, beweg dich. Wann sind wir endlich da? Ja, wenn du, wenn du deinen Arsch bewegst, dann ein bisschen schneller. Oh, Sniper, meine. Wurdest du angeschniepert, oder? Nein, ich habe meine einen Schnieper gesammelt. Dann habe ich jemanden abgeschniepert. Nee, noch nicht. Hochgehen, soll ich unten bleiben? Ich bleib unten. Egal, Zellos, was du tust, wir werden sowieso elendig sterben, also. Das ist schön. Ja. Eine gute Einstellung. Ja. Ich mag elendig sterben. Elendig sterben. Aber mein Lieblingsgericht. Ah, aber bitte mit Sahne. Zellos haut auf den Stein? Ich hau auf den Stein. Ist das eine Arbeitsmaßnahme vom Arbeitsamt, oder? Ja. Das muss ich regelmäßig machen und dann protokollieren, was ich da genau gemacht habe und dann, ja. Dann weil er die Krone verraten hat. Ja, genau. weil sonst denken sie sich jedes Mal, ja, da lebt ein Saus und Prost wahrscheinlich da draußen. Also. Der Zellos ist reich, wie wir alle wissen. Ja, ja, wir sind, ich bin absolut reich. Reich in Armut? Ihr blödes Volk, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung, was ich für Verpflichtungen habe. Ich laufe vor, das rennt schon wieder alleine weg, ne? Das bin ich. Der Barry ist, der rennt schon wieder alleine weg, ne? Ja, schon. Ist ein Wahnsinniger, dieser Barry. Ich muss dann wieder den Arsch retten. Rinne sein Arsch los. Hier ist noch ein grünes Maschinengewehr, wenn irgendjemand elendig sterben will. Maschinengewehr? Ne, ich hab schon ein grünes Maschinengewehr. Pistole? Pistole. Pistole. Nehm ich doch mit. Aber nochmal mache, oder? Weichkabel. Ja. Ich hab noch ein paar Steine. Ich mag Steine hauen. Oh. Wir sind schon fast unter den Top 50. Ja, Mann! Läuft's bei uns hier? Yeah! Richtig. Ich hab einen Schildtrank. Schildtrank? Dann ist hier schon eine leitende Treppe gebaut, der Schildtrank liegt noch an der Treppe. Der hat irgendwie liegen lassen. Großer Fall. Das heißt, wir werden jetzt bald auf ein paar sehr freundliche Leute treffen, wahrscheinlich. Ja. Das ist doch okay. Ich mag freundliche Menschen. Warte, ich baue mal hier was hin. Ich dachte gerade, da sogar wäre jemand schon jemand gewesen, aber. Hey, du. Lag hier was? Ach, Patronen. Und ne Schießeisen. Ich hab ein Schießeisen. Also quasi ein Stück Eisen, das schießen kann. Weil da waren die schon hier und haben das nicht gelootet? Das macht gar keinen Sinn. Offensichtlich nicht. Da brauchst du dir keine Gedanken drüber machen. Warum? Weil hier viele Leute merkwürdig spielen. Auch wenn ich zum Beispiel. Ja, schon. Okay, hier ist leer gelootet, ich lauf mal weiter. Doch nicht machen. Doch, siehst du doch. Rikos schreibt Noam. Ich weiß noch nicht, bitte. Was er will. Ey, Rikos, komm mal rüber. Ja, so nach dem Thema. Kannst du mir das Schießeisen droppen? Ich hab's gar nicht. Ach, ich hab das Schießeisen. Warte, Noam, wo bist du? Noam, ich komme. Noam! So, komm her. Reinlassen. Go! Take it with you. Wo ist denn eigentlich, müssen wir dann hin? Aber wir sind ja ziemlich mittig. Wir sind ja komplett mittig. Barry, oder wer ist da, der Blaue? Ich lauf von der Mitte weg, weil dann stirbt man schnell, wenn man in der Mitte ist. Ja, aber du sollst doch nicht. Bist ganz weg. Allein. Ich weiß. Ich bin doch nicht alleine hier. Nein. Ich bin doch der Terminator. Allein, hallo? Ich habe eine schwarze Kapuze. Was glaubst du, wie die Angst vor mir haben werden? Ja, ich denke auch, wir werden das machen, was der Norm hier angepinkt hat. Das ist gut. Was hat denn und, das da? Ja, dieses lila. Die Burg dort umbauen oder was? Ja, das anscheinend. Aber das mal machen. Können wir mal probieren. Dann ist hier ein Strommast ohne Kabel dran. Was macht denn das für einen Sinn? Das ist ein WLAN-Kabel. Ja. Das ist eines dieser mythischen WLAN-Kabel. Aber es ist ja keins dran, das ist ja das Problem. Auch wenn da hinaus das WLAN-Kabel fehlt. Ja, das WLAN-Kabel fehlt, ja, dann haben die kein Netz hier. Das läuft über Bluetooth. Wie wollen wir da hochkommen? Ja, man baut sich was, weißt du? Zeig mal. Willst du wissen, wie man baut? Ja klar, kann ich dir zeigen, ja, klar. Nee, will ich nicht wissen. Das zeige ich dir aber trotzdem, auch wenn du es nicht wissen willst. Na komm mal mit, Karle. Komm mal mit. Guck Kabel? Hast du ihn Kabel genannt? Nein, ich habe ihn Karle genannt. Weißt, Karle? Was macht ihr? Wir bauen uns hier hoch. Wie schon, dass ich dann euch nicht folgen kann, oder? Außer ich baue mir selber da hoch, aber... Nee, du kannst von der anderen Seite laufen und da hochklettern, wie wir es auch gemacht haben. Nö, da bin ich viel zu faul. Nö. So,
Oh, ich habe sogar einen Schnieper und ich kann hier rumgucken und schniepern, wenn ich treffe. Das bringt ja aber nichts, weil jeder weiß, dass wir hier sind und dann stirbst du. Ja, ich habe eine wunderschöne richtig. Treppe gebaut. Die will ich begutachten. Größter Erfolg meiner Fortnite-Nemnes-Karriere. Oh, die ist geil, wirklich schön. Die ist echt schön, Rekus. Eine schöne Treppe. Boah, Alter, diese schöne Treppe. Du guck musst dir jetzt nur noch irgendeinen Namen geben, wie der morgendliche Aufstieg oder sowas, und dann kannst du es verkaufen für 10 Millionen. Ja, Mann. Du kannst das moderne Kunst verkaufen. Nenne es Abfluss. Abfluss? Das ist auch eine schöne. Ach, Abfluss ist eine wunderbare. Eine wunderschöne Gemälde. Oh, ich baue ein Haus. Ich baue eine Falle. Ich baue kein Ärger. Dieses Holz können sie bauen. Schießt oh, dann, ah, fuck! Ich bin tot, ich habe es gar nicht realisiert. Naja, egal. Ich auch nicht, ich habe überhaupt nicht reagiert. Ja, deswegen baut man nicht früh Gebäude in dem Spiel. Das hasse ich nämlich, dann stirbt man nämlich relativ schnell. Wo schießen die denn? Bin tot? Wow. Ey, der ist hier oben. Ja, die sind mit hochgeklettert, weil wir ein Dings gebaut haben, wie es aussieht. Ah, wir sind 14. Woo! Wow, ich habe nicht einen davon gesehen und plötzlich waren wir alle tot. Tja. Hättet ihr mal auf mich gehört, nicht in der Mitte der Karte zu bleiben. Schönes Spiel. Aha. Daran aber auf mich wollte ja niemand hören. Mimimi. Gibt immer einen, der meckert, obwohl. Ich habe heute allen Grund zu meckern. Oh, jetzt geh nicht. Was man nicht macht, wird Aufnahme, es ist mir egal. Ah, ja, schäm dich, weißt du was? Nö. Ich kann auch in der Nase popeln und was in Niveau noch weiter ja, runter. Ja, mach doch. Mach mich auch. Ja, los, trau dich. Ja gut, wollen wir den Part beenden an der Stelle, dann natürlich. Sehen wir uns irgendwann mal vielleicht und wir wieder. Hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Halloween und benehmt euch, Kinder, denn nächstes Jahr, ja, da kommt der böse Nachbar und der, ja, weiß was ich, was du da für böse Sachen in seinem Keller treibst. Hm? Geschichte auf der Kopf. Er schaufelt wahrscheinlich, ja, er sucht nach irgendwelchen Schätzen. Also dann wahrscheinlich, ja. Bis zum nächsten Mal bei Geschichten aus der Gruft. Tschüss.